trajectory. Der Planet wird grün. Sieh nur, wie grün er wird. Ist das nicht wunderschön? Ja. Ich mag das. Was machst du da? Dünger! Wie du? Aber warum? Wir brauchen doch gar keinen Dünger. Das ist doch alles hier in der nährstoffreichen Wasserlösung drin. Aber ich muss jedes Gerät, muss ich doch einzeln düngen. Nein, musst du nicht. Du musst nicht ins Gerät. Nochmal, ja. Du musst nicht in Geräte defekieren oder strullern oder sonst irgendwas. Du musst das nicht. Die funktionieren auch alle so. Das ist Hightech. Das ist Wissenschaft, Mann. Das ist Hightech-Wissenschaft. Wo kann ich denn diesen besseren Sauerstofftank bauen? Beim besseren Sauerstofftank-Ding. Ja, bei der anderen Maschine, die nebendran ist, die Stufe 2 Werkbank da. Ich hab Sauerstofftank Stufe 3. Du brauchst die etwas bessere Maschine. So, ich mach mehr Bohrer. Meine Aufgabe ist es heute, so viele Bohrer wie möglich in die Welt zu setzen. Dafür brauche ich halt einfach ganz viel Eisen und Titan. Besonders Titan. Meine heilige Mission ist es, Bohrer, Laserbohrer zu bauen. Was kostet hier nochmal? Die kosten 2 Alu, 2 Titan, 2 Eisen. Das wird also richtig wild wieder. Noch bessere Bohrer. Gibt es denn noch bessere Bohrer als die, die wir schon haben? Ich glaube, irgendwann gibt es sogar noch bessere. Also im Moment sind die besten, aber ich glaube, es geht irgendwann nochmal weiter. Dass die uns aber auch hier hochschicken mit nichts, ne? Also ja, sagen, hätten sie uns mal gesagt, hey, ihr habt da mal ein bisschen Technologie und nutzt die mal und macht da mal. Ja, man könnte ja auch sagen, ey, yo, ihr seid gelandet. Okay, ihr habt eure Strafe jetzt irgendwie abgearbeitet. Ich frage mich warum musst du überhaupt irgendwelche Strafdienste machen? Immerhin bist du ja der Besitzer von dem ganzen Kladderadatsch hier. Dir gehört ja der ganze Kram. Kennst du die Serie Undercover Boss? okay, du bist also Undercover Boss. Aber hast du denn gar keinen anderen Mitarbeiter? Warum musst du dauernd nur mich bespitzeln? Ja, nö, also mehr kann ich mir nicht leisten an Mitarbeitern. Ich muss den ganzen Kram ja alleine machen. Steuerlich, weißt du, wie das ist? So Bonuszahlungen zahlt man dann aus an Verwandte, die eine Firma irgendwo in Kirgisistan haben oder so. Ja, dann sagst du hier Bonuszahlungen. Boah, hier ist ja auch richtig viel Ossi. Alter, die Ossi-Quellen hier oben. Ja, da bilden sich schon Pfützen, ne? Ja, ich sag ja, da unten bilden sich schon die ersten kleinen Pfützis. Wann kommt denn überhaupt Schwefel zum Einsatz? Was ist, wenn wir eines Tages irgendwie doch hier hoch müssen? Schmilzt ab 500 Quattro-Unzen. Hä, wo ist denn meine... Ach so, damit habe ich jetzt das Dings gebaut, ne? Ja, Mist. Egal. Wenn du erstmal 370er Tank hast, ne, dann hast du Luft, du. Dann hast du Luft im Leben. Mal ein bisschen Titan nuckeln. Bisschen ja, Eisen. Ich nuckel auch gerade hier. Titan liegt hier wieder viel rum. Es gab schon lange keinen Sturz mehr irgendwie hier. Nee. Der Planet hat's aufgegeben, glaube ich. Also was du viel mitbringen kannst, ist immer Alu. Alu, Alu, Alu. Ja, wobei Alu jetzt hier nicht direkt in der Nähe liegt. Ich bin hier gerade nur in der Nähe ein bisschen am Farmen. Hier unten wird irgendwann alles ein Riesenbecken. Riesiges Feuchtbecken. Bei 5 MTI kriegen wir besseren Rucksack endlich. Den für immer Rucksack mit Teleportfunktion? Ja, für immer wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall besser. Ne? Ja, weniger Schmutz immer, als die jetzige. Es gibt irgendwie immer 4 Reihen dann oder so, ne? So, ich brauche Aluminiek. Ja, ist jetzt gleich wieder alles leer. Weil Bohrer, sie kosten sehr viel Aluminiek. So, ein Titan, 3 Eisen.
gerade geholt, du. Aber gerade ist geholt. Durch dieses aggressive Aluminium verschwenden machen wir halt auch aggressive Fortschritte, ne? Hier auf der Bohrermeile. Ja, ja, wir müssen auch irgendwie in diesen Bio-Quatsch noch mit einsteigen. Der muss besser werden irgendwie. Ja, wir brauchen mehr Bio-Quatsch. Aber ja, wir müssen halt think big. Gibt's nicht auch Jetpack-Upgrades? Oh, komm mal hier! Hier ist so eine kleine Wasserpfütze. Voll süß. Ja, ja, ich habe auch gerade so eine kleine Mini-Pfütz. La Mini-Pfütz. So! Next Step, Alter. Hier war ja die Alu-Gegend, der Canyon, ne? War nicht viel Alu? Oder habe ich schon alles leer gealumiert? Was hast du denn jetzt für ein Next Step gemacht? Was hast du gemacht? Ja, guck's dir an. Kann ich nicht, ich bin im Alu-Canyon. Ich bin im Aluis-Canyon. Ach so. Na, siehst du, wenn du heimkommst. Alter, da unten ist auch schon voll. Das sind diese Bohrer-Dinger. Ja. Okay, ich brauche noch mehr Superlegierungen. Ja, dann guck doch in die Bohrer rein, da sind ja Teile drin, da kannst du Superlegierungen herstellen mit. Im Alu-Canyon findest du auch Superlegierungen auf dem Boden rumliegen, ne? Ja, aber nicht, wenn schon alles weggelootet ist. Hast du denn alles weggelootet? Wahrscheinlich. Ich finde nicht mal mehr Aluminium, anscheinend hat auch irgendjemand hier meine Aluminiumquelle erschöpft. Bist du hier schon diesen Parcours entlang? Oh, jetzt bin ich ja runtergefallen. Da gibt's ja oben diesen Canyon-Parcours. Ja. Da gibt's bestimmt auch irgendeine geile Belohnung. Da gibt's gutes Zeug. Einen dicken Chip. Goldkiste wahrscheinlich oder so. Oder einen dicken Chip. Warte mal, wo sind wir denn? Wärme läuft ganz gut, Luftdruck läuft auch ganz gut. Bei Wärme kriegen wir als nächstes ein Schild, würde ich eher sagen Luftdruck. Ja? Alter, hier ist ja noch voll viel Kram. Ich dachte, hier wärst du drin gewesen. Ja, ich sag ja, da ist, keine Ahnung, ob immer Neues kommt. Superlegierung und alles. Oh nein. Ah, ich fall tot um im Gebäude. Alu-Mac. Warum fällt jetzt tot um? Weil ich nicht auf meinen Ding. Boah, ist hier oben viel Superlegierung. Hier ist alles voll. Hunderte. Oh, ja, nimm mit. Moment, was habe ich denn jetzt weggedroppt? Ja. Krasser Scheiß. Ist alles voll mit Legierungskram. Auch, ey, wir hätten gar keine Triebwerke herstellen müssen, weil hier einfach welche sind. In der Kiste, gell? Also bei mir war auch in der Kiste, lag auch eins. Keine Ahnung. Manchmal findet man Sachen. Alter, ich bringe jetzt richtig den Superschmerz. Hier muss ich so einen Erntebohrer machen, glaube ich. Boah, der ganze Canyon ist voll mit Superlegierung. Daddy hat Legierung in der Hose. Daddy hat Legierung gefunden. Na ja, heute Abend geht's rund. Aber ich bin schon wieder randvoll, Mann. Ah, der Super Canyon. Ups, der Legierung-Deal. No, nein, da war eine Kiste, so eine mysteriöse, aber das Jetpack hat mich einfach nach unten gehavert. Jetzt wollen wir noch gucken, ob hier was rumliegt. Ach, du musst nach oben gucken, um nach oben zu fliegen. Ach so. Ach so steuert sich das. Jetzt verstehe ich das. Oh, ich bin aber fast viel höher erstickt. Kommst du nicht. Wenn eine Struktur in der Nähe ist, schon. Ja, dann kannst du so ein bisschen hochglipschen. Ja, irgendwie, der, ne? Glipscht dann so ein bisschen. Oh, Sauerstoff war richtig kritisch. Aber ich haben wir eine Legierungskiste? Weil jetzt könnte man sie gebrauchen. Nee, noch haben wir keine. Weil Daddy hat Legierung in der Hose. Wo bist denn du? Immer noch da hinten. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich hab. Ach so. Wie gesagt, ich hab so Legierungsarbeiten gemacht. Ich arbeite für die Legierung. Ich würde sagen, wir machen mal Magnetfeldschutz, oder? Für was? So. Komm raus, siehe mein Werk, Kreis Industries. Hast du wieder unsere ganzen Sachen verschwendet für nix? Ja, und was bringt das jetzt?
Damit kannst du ja irgendwelche Rohstoffe erzwingen, oder? War das nicht so, dass du da hochschießt? Ja, und dann den Luftdruckmultiplikator mal 1000. Jetzt tust du da einfach irgendein Gift in die Atmosphäre jagen, oder was? Ja, Alter, jetzt kommt Iridium, Junge. Oh. Dafür hast du jetzt all unser Kram verschwendet. All unseren Kram. Die kostet ein Triebwerk, zwei Legierungen und... Hast du mal gesehen, was hier alles drin ist, mein Freund? Der fröhlichen Fremdlegierung. Vor allem all unseren Kram. Stimmt, das hast du alles alleine eingesammelt. Unser, ich hab unser gesagt. All unser Kram. Ich hab extra alles... Au! Ja. Ich hab's extra alles eingesammelt. Warum schießt der denn genau auf unseren Dings? War denn Iridium hier? Ich würde vorsichtshalber jetzt mal reingehen. Upala. Könnten eigentlich jetzt die schlechteren Bohrer auch nach und nach abreißen und neuere Superbohrer hinstellen. Ja. Das ganze Eis hier, da kann man doch direkt Trinken rausmachen aus dem Schund. Ja, deswegen ist es ja da drin. Aber wir haben doch Trinken ohne Ende. Durch den Sammler da oben. Ja, aber irgendwann, glaub mir, brauchst du so ein paar auf Ersatz. Hatten wir nicht eine Urankiste? Ja. Ja. Ja, hinten habe ich... Ich habe jetzt eine Superlegierungskiste gemacht. Alu ist halt wieder dünn. Pflanzen. Essen. So. Mal Luftdruck. Luftdruck läuft jetzt richtig gut. Mhm. Ach, man kann auch da oben gucken, sehe ich gerade. Damit du so ein super Atomkraftwerk bekommst, ne? Und einen Blumenverteiler. Ja, ich wollte erst auf Atomkraft, bei dem oben kriegst du erst ein Schild bei Hitze. Was sagt denn unser Strom? Ah, wir brauchen ein neues Atomkraftwerk, sagt unser Strom. Oh ja. Atomkraft 3000. Geh ich aber mal in die Urankiste. Weil ich habe ja auch wieder Legierung. Uran, Wasser, Legierung. Wo ist unser Wasser? Zwei, drei. Jetzt trinke ich nämlich direkt. Ja! Neuer Rückensack. Neuer Rückensacken. Legierung Titan. Alter, geschenkt. Den snack ich mir direkt. Ah, geil. Guck mal, jetzt ist es auch dunkel. Und dadurch siehst du quasi ein bisschen besser, wo Crystal Meth gelandet ist. Crystal Meth gelandet ist. Ich hab so einen Iridium-Planeten abgeschossen. Mann, geil, ich hab einen neuen Super-Rucksack. Hier bilden sich die ersten Bäche. Ich hab einen Iridium-Planeten da oben. Da waren so ein paar Menschen, die haben sich da drauf gesiedelt. Kollegen. Weggeballert, die blöden Wichser. Weggeballert, brauchen ihre dreckigen Rohstoffe. So, wir haben ein neues Atomkraftwerk, aber langsam... Jetzt Zeit für Stufe 2 Atomkraftwerke. Das hält uns erstmal wieder über Wasser, aber wir saugen halt viel. Geh mal in die Bohrer hin. Da kannst du auch richtig Kram rausholen, ne? Immer mal wieder leer lutschen, die Bohrer. Ja, ich habe jetzt gerade so, da ist so halt so the basics, ne? Damit du hascheln kannst. Ja, bisschen Iridium habe ich schneigasselt. Aber von der Zugspitze wäsch. Von der Zugspitze wäsch gasselt. Wäre geil, wenn die Dinger halt Alu geben würden, aber da müssten wir halt die weiter hinten bauen. Und quasi dann dort irgendwann Teleport. Ne? Ja, oh, Iridium ist voll. Also mach ich mal Stäbchen ein paar. Also unsere Silizium-Vorräte sind wieder gut gefüllt. Hä, wer hat den Schranken hier so doof gebaut? Wieso? Ich habe da extra die Lücke so gelassen wie hier, dass man durchlaufen kann, guck. Zum Beispiel bei dem meinen, hier kann man durchlaufen. Das ist praktischer. So schön hier durch. Ach so, na ja. Ja, Legierung haben wir jetzt wieder gar nichts.
Magnesium sind wir auch relativ voll. Habe ich noch ein bisschen Eisen. Und ziehe ich jetzt wieder von dannen. Hol da die ganze Superlegierung. Das ist jetzt mein großer Plan. Den Canyon halt leer rauben. Ja, ich werde jetzt auch rüber zum Canyon. Also das ist oben auf der Canyon-Ebene 1 quasi. Ja, aber ich habe vergessen, mir Proviant mitzunehmen. Der Canyon versorgt dich mit allem. Believe in the Canyon. Ja, aber manchmal geht einem ohne, weil dann achtet man nicht drauf und dann geht einem die Luft aus. Sauerstoff. Vergiss nicht, wenn du über den Canyon Spalt springst, nach oben gucken. Achso, das geht auch nicht. Jetzt fällst du nämlich straight nach unten. Hier ist halt super viel Spaßlegierung. Es ist geil, wenn man hier so die Legierung einfach erntet, ne? Richtig schön flockig, dem Legierungssaft in den Mund. So, davon noch eine. Achso, ich muss mir auch noch ein Dings machen. Rucksack. Brauchen wir aber mehr Legierung, oder? Ja. Du könntest dir welche herstellen mit dem ganzen Kram. Braucht die Alu? Gut, Alu, ja. Alu habe ich ein bisschen was rein wieder, aber das ist so das Einzige, was von diesem Basic-Kram uns noch so bisschen mangelt. Aber sonst haben wir super viel. Dank diesen Abbaumaschinen. Da ist ja der Kernreaktor Stufe 2. Doch vorhin so eine Kiste irgendwo gesehen. Jetzt ist sie plötzlich dank weg. Dank den Abbaudingern und dass ich die ganze Zeit eigentlich seit 3 Folgen Grundmaterial. Was denkst du, was ich an Grundmaterial gefarmt habe, mein Freund? Ja, aber ich bin nicht die ganze Zeit so oberstolz auf mich, weil das nee, ist ich unser hab nur gesagt, rette. Dass wir. Nein, das sage ich nicht. Ich sag nur damit, ja. Dass wir jetzt ein Übermaßes haben dank den Abbaudingern. Das ist alles. Ja. Kannst du da reinlangen und dann ist ja voll. Ich hab's eben gerade geleert, aber sonst machen die jetzt die Basics total voll. Ich sammle per Hand seit 3 Episoden. Ja, ich sammle auch per Hand. Der tut so, als hätte ich jetzt nichts gesammelt, als hätte ich Däumchen gedreht. Nee, das sag ich nicht. Aber ich betone nicht die ganze Zeit, wie gut ich bin. Na natürlich, siehe mein Werk der Macht und Schrecken. Ja, was hast du denn gebaut? Ja, musst in die Basis kommen. Dann ja, siehst du mein Werk. Ja, was du gebaut hast mit unseren ganzen Materialien, jetzt haben wir nichts mehr. Deswegen, verschwenderisch. Ja, klar. Natürlich, man muss ja natürlich auch ein Formular ausfüllen, das hast du einfach überskippt. Die Bohrer sind wichtig, das Raketending war jetzt voll unwichtig, Kreis. Habe ich nie gesagt, dass meine Raketen, meine Bohrer irgendwie unwichtig sind oder wichtig sind. Ich sage nur, damit habe ich das Basic-Problem entgegengewirkt. Der Titan ist in den Titanschränken. Der Bohrer, der hat nämlich sehr viel rausgezogen. Was ist denn hier unten noch alles? Ich traue mich nicht runter. Ach komm, ich spring runter. Boah, eine ganze Reihe rechts noch dazu gekriegt. Gibt es noch einen größeren als 5 Rucksack? Weiß ich nicht. Oh Gott, was kommt denn da alles noch? Naja, im neuen Ding ist ja eine Menge dazu, seitdem wir das Spiel gespielt haben. Ja, Moment, es gibt Schiffe im Orbit? Ja, das gibt richtig viel Kram. Wir sind überhaupt nicht auf dem Laufenden, was das Spiel angeht. Ich wusste nicht mal, dass es einen Koop kriegt. Ich hab das so aus den Augen verloren. Hätte das jetzt nicht im Stream einer gesagt, die Tage hätte ich da überhaupt nicht, hätte ich durch Zufall wieder finden müssen. Nee, ich hätte so eine Steam-Benachrichtigung. Das kriegt man schon irgendwann mit, wenn man Glück hat. Aber da man ja 1 Million Spiele auf Steam hat, ne? Boah, war das eine kluge Idee, hier in den Canyon reinzuspringen? Was bauen wir? Alu, ne? Alu ist noch wichtig. Aber hier ist kein Alu im Canyon. Das ist nichts. Da ist nichts. Aber ich hab richtig viel Superlegierung, also richtig on Mars. Ich frag mich halt, wie komme ich ganz, ganz hoch auf den Canyon? Wo ist ja der Weg? Wo diese Träger halt oben liegen und ob es da irgendwas gibt. Umsonst liegen die ja eigentlich nicht da oben drauf, ne? Nee, eigentlich nicht. Du musst. Irgendwann musst du alles aus Höhlen ziehen. Wie stellen wir denn Schwarzpulver her? Schwefel.
Ja, aber wie wandeln wir es denn um? An welchem Gerät? Ach so, das weiß ich nicht. Können wir bestimmt das entweder wir eigentlich schon haben oder extrahieren oder so. Ja, aber mit was halt? Weil hier, wir haben eine Recyclingmaschine, wir haben die Shredder-Maschine, aber auch da brauchst du Schwarzpulver. Fürs Atomkraftwerk brauchst du Schwarzpulver. Weiß es nicht. Wie weit geht's denn da hinten, wo das Eis ist, noch rein? Ich meine, wie groß ist denn mittlerweile das Gebiet? Ist das alles noch begehbar oder ist es einfach nur Levelende? Bei dem Eis ganz hinten weiß ich's nicht. Es könnte so flache Erde mäßig sein. Dahinter ist die Regierung und schießt ins Gesicht. Oh, wahrscheinlich. Kompass. Wo krieg ich den denn her? Das sind auch irgendwelche Teile. Schon wieder ein Jetpack gefunden. Ne, da geht's glaube ich weiter sogar. Gar nicht. Oh, hier ist so ein alter Kreis Industry Bomber. Ui, da ist ein Chip. Chips sind ja in den Raumschiffen sind die oft. Eine Nachricht. So, das Ding brauche ich. Dann brauche ich das Uraniridium. Sind Triebwerke noch für irgendwas gut? So, braucht man die für irgendwelche Gebäude? Oh, hier ist Alu. Die was? Die Raketendinger? Ja. Die brauchst du für Triebwerke halt zum Raketenabschießen. Du sparst dir die ganzen Materialien, die du jedes Mal sonst craften musst. Ja gut, ne? Ich bin jetzt in so einer... Alter, hier gibt's so eine Treppe nach oben. Was? Oh Mann, da hinten geht's noch richtig weiter, du. Anscheinend. Im Schneegebiet. Im alten Schneebunker. Im alten Schneebunker vom... von Harry Führermann. Harry Führermann. Harry. Aber ich arbeite gerade daran, dass wir so eine Art Map kriegen. Wenigstens schon mal die kleine. Ich glaube, du musst das später dann noch ausarbeiten. Ja, es gibt ja so einen Map-Monitor, ne? Ja. Gab's fürs Jetpack Upgrades? Hab ich schon mal gefragt. Weiß es nicht mehr. Doch, Jetpack, ja, klar. Gibt's irgendwann Upgrades. Oh, oh. Wo ist denn meine Canyon-Kapsel? Ich bin schon auf der anderen Seite des Canyons. Oh, oh. Immer Sauerstoff mitnehmen. Ah, immer oh. Einfach ein, zwei Fläschchen Sauerstoff drin haben. Ah, alles gut. Krieg ich schon hin. Auf dem Platz. Nämlich, ich sag mal, irgendwann achtet man nämlich nicht drauf und dann schwupp, liegst du wieder da. Nee, ich hab sie gefunden, alles gut. Hier, schön, ein bisschen Chemieluft in den Anzug geblasen. Das schmeckt. Ja, aber ich frag mich halt, ob wir irgendwann keine Luft mehr brauchen. Ob wir wirklich irgendwann sagen, ja, wir haben eine Atmosphäre, Sauerstoff, weil es rennen ja auch dann große Viecher rum. Ich hab ja gesehen, da rennen ja richtige Giraffen und Flusspferde irgendwann rum. Also Alien-Giraffen und Alien-Flusspferde. Ja, die kannst du, also du kannst auch eine ausgedehnte After-Forschung machen. Das ist, glaube ich, Sinn des Spiels. Also du musst dann wirklich gucken, dass du viel... Ich mache richtige Ringmuskel. Ja, du musst wirklich die Ringmuskel der Tiere erforschen. Ja, warte, jagt er die nächste Rakete los und versklavt irgendwie, ne? Das Land. Ui, ich sehe sie noch, aber jetzt verschwindet sie langsam. Blub. Der Planet weint so. Schon wieder und blutet. Wieder neue Mitteilung. Wir haben noch ja. Von Riley eine. Mir ist gelungen, weitere Informationen zu ergattern über Kreis Industries. Aha. Riley okay, Industries. Gelesen, dass man mehr Erfolgschancen hat, wenn man seine Basis weiter oben baut. Ich bin mir im Moment nicht sicher, warum. Wenn es schafft, den Planeten ausreichend zu erwärmen, sollten einige Höhlen zugänglicher werden, wenn das Eis schmilzt, bla. Wer voll... Sträfling. An alle, die diese Nachricht erhalten. Was stand da? Baumverteiler? Ein Baumverteiler, kann sein.
auf dem Planeten Migora 3 geschickt wurde. Wenn sie diese Nachricht empfangen, bedeutet das, dass sie in der Nähe sind. Vielleicht, was, vielleicht sind sie ja auch ein Planet-Crafter. Was ist das für ein komisches, der Mann ist betrunken. Dem schreiben wir nicht zurück, der ist auf Drogen. Space Crack. Space Crack ist aber schon eine edle Sache. Das Wetter ist grässlich und mir gehen die Ressourcen aus. Es gibt nicht genug auf dieser kargen Welt, um sie zu terraformen. Ich weiß nicht, warum ich das hier gewählt habe, aber der Tod wäre angenehmer gewesen als diese Hölle. Wenn mir mit Hilfe schicken kann, dann tun sie es bitte. Auf keinen Fall. Boah, neuer Bauplan. Zaun. Ey, das braucht man später für Tiere. Ist super wichtig. Müssten wir jetzt dann nicht auch da? Ach, noch ein Kompass-Mikrochip. Warum immer Kompass-Mikrochip? Ich will jetzt meinen ersten Baum pflanzen. Hallo, wie geht Magnesium, das hier? Nee, Blumenverteiler haben wir bekommen. Dafür brauche ich Dünger. Wie kriege ich Dünger? Das ja, hier essentieller Step. Wir ja, wenn welchen herstellen, aber. Ja, aber das ist ja kein echter Dünger, den du da herstellst. Im Biolabor, glaube ich. Kann man den da her? Im Biolabor. Spritzeln? Ich glaube schon. Geh ich mal hin. Ab ins Biolabor! So, haben wir das. Hochwertiges Essen kannst du sogar da herstellen. Den Eisen. Also, mir reicht das, was wir haben. Du meinst also Kot in der Tüte? Kot in der Tüte? Ich weiß nicht, früher war Kot in der Tüte noch genug und jetzt auf einmal. Krass, wie spät erst Stoff herstellbar ist. Fischvitrine. Haben wir diesen Bildschirm Fortschritt eigentlich mittlerweile gebaut? Nee, ne? Haben wir auch nicht. Glaube ich. Alter, eine Schmetterlingsfarm. Na. Und Gasextraktor. Nee, hier gibt's keinen Dünger. Warte mal, was ist das hier? Das ist Biodome, ne? Wir müssen vielleicht das mal Biodome das Biolabor herstellen. Ja, das sag ich ja, das Biolabor. Und da können wir, glaube ich, dann Dings auch herstellen. Okay, warte mal, da mache ich ein Biolabor. Da brauche ich Alu und Asimon. Asimon der Weise. Oh, wir haben gar Alter, kein Alu mehr. Asimon. Wir haben ein richtiges Alu-Problem. Ja, aber die Quellen sind irgendwie versiegt schon. Kannst du nicht eine Rakete hochballern? Nee, für Alu gibt's glaube ich keine zurzeit. Hm. Dann müssen wir einen Bohrer da hinsetzen oder zwei. Aber wo war jetzt das? Jetzt war ich wieder total verwirrt. Superlegierung habe ich uns da hinten. Waren das drei oder zwei? Drei. Es sind immer drei irgendwie bei Legierung, ne? Ja. Oder? Ich weiß jetzt auch nicht so genau. Übertragungen, den auch nochmal mitbauen wieder. So, wir haben hier unten ein Hightech-Biolabor. Ist da Pflanzen rein? Nee. Boah, ich brauche Algen für einen Dünger. Wo kriege ich denn Algen her? Oh, die müssen wir mit dem Algenabbaugerät in Seen. Müssen wir die abbauen. Wir müssen noch so viel machen. Ja, wie kriegen wir einen Algen? Ja, da brauchen wir. Wir haben noch keinen See, ne? Wir müssen irgendwie erstmal. Doch, hinterm Haus bildet sich aber langsam einer. Aber warte mal. Mit Schwefel und ein bisschen Kreis Industry Code in der Tüte kann ich auch was herstellen. Aber noch ein bisschen Code in der Tüte. Den Code in der Tüte. Kannst du einen Dünger machen? Nee. Aber Schwarzpulver schon mal. Das ist ziemlich wichtig für viele Sachen, die wir angehen wollen. Eisen und Kobalt noch. Eisen. Mutagen, Alter, kann man hier herstellen. Mit Schwefel, Starterbakterien ja, ja. Und Methan. Wir brauchen noch mehr Auberginen für Dünger. Krass. Vielleicht können wir bald so ein Superatomkraftwerk herstellen. Was macht denn das so? Also vielleicht zu den anderen. Ich habe jetzt hier den Fortschrittsbildschirm und der sagt für Seen, also wir sind 11%. Nächste Stufe ist See. Alter, ich kann im Endeffekt kann ich die ganzen Atomkraftwerke, wir haben jetzt gleich keinen Strom, aber ich mache ein Superatomkraftwerk. Das macht nämlich mehr als drei zusammen. Und wir haben ja hier schon ein paar. Die Stufe 2 Dinger können wir bauen, ne?
Ja, dann mache ich jetzt so einen, so einen Supermeiler. Dafür braucht man halt Schwefel. Und jede Menge Wasserflaschen. Und jede Menge Water. Schwarzpulver brauchst du dafür, nicht Schwefel. Schwarzpulver. Schwarzpulver, ja. Dafür brauchst du Schwefel. Bam, da ist es. Alter, wie krass das aussieht. Ja, ja. Oh, guck mal, das strahlt auch voll schön. Hier ja, ist warm. Ja. Ja, hier ist warm, ne? Es gibt auch, es wärmt hier auch ist den Planeten. Warm. Wärmt das eigentlich wirklich? Nee, leider nicht. Es wäre witzig, wenn es auch ein bisschen den Planeten aufwärmen würde. Oh, die Folge ist aber schon wieder längst rum. Mein Gott. Alter, hier ist das Labor. Da können wir richtig geiles Zeug machen. Also wir haben jetzt 11% von dem See, oder was? Ja, hier, guck. Ich habe hier diesen Fortschrift. Ja, ja. 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 Also dann, wenn wir richtige Seen haben wollen... Wie bringen wir... Was müssen wir da machen? Mehr Biomasse? Mehr Wärme? Das ist egal. Hauptsache, ich schätze mal... Ja. Guck mal, 5,76 Kilo Biomasse. Das ist einfach zu wenig. Wir müssen die Biomasse vorantreiben. Wir sind ziemlich schwach, was Biomasse angeht. Es muss alles einfach zugemüllt werden mit Kram. Die Pflanzenröhren sind für Sauerstoff, ne? Was macht denn Biomasse hier in unserem Portfolio? Naja, Grasverteiler. Ach da, Biomasse steht's ja. Grasverteiler macht Sauerstoff und Pflanzendreck. Davon habe ich ja schon einige gebaut. Aber wir haben ja jetzt auch Blumenverteiler. Ja, kein Dünger. Können wir noch gar nicht machen. Und für Blumenverteiler, also für Dünger brauchen wir einen See. Weil da brauche ich Algen. Ach so, oder wir müssen rumgucken und schauen, ob wir in irgendeinem Schiff ein bisschen Dünger finden oder in irgendeinem Erdloch von irgendeiner Leiche. Von irgendeiner Leiche kratzen wir ein bisschen Restdünger raus. Fände ich schon ganz geil eigentlich. Schon das Leichendung. Ja, überleg mal, guck mal, bei Pflanzen, wir haben 5,84 Pflanzen, für einen Bienenstock brauchen wir 80 Tonnen. Guck mal, wie viel Superlegierung wir jetzt haben. Superlegierung ist jetzt auch nicht mehr so. Der ganze Schrank ist jetzt voll. Aber Alu fehlt uns jetzt halt. Als nächstes plane ich Operation Alu-Bohrer. Ja, Operation Alu muss kommen. Na gut, es hilft ja nichts. Die Folge ist vorbei, die Leute sind traurig, wollen mehr, schreien nach mehr, sagen, ihr seid die einzig wahren. Tja, so ist das halt. So ist das halt, aber ja. Man kann halt nichts machen. Planetenunterjochung ist halt aber auch nicht mal eben alltägliches Geschäft. Das Oberliga-Business, sagen viele Leute. Du kannst nicht alle immer gleich voll leiden lassen. Du musst immer, das Leid muss in kleinen Schritten stattfinden. Ich weiß nur, dass wir jetzt einen zweiten Magnesiumschrank brauchen, weil es ist voll. Ah, Titan. Eisen habe ich wieder ein bisschen. Kobalt haben wir super viel. Keine Ahnung, wohin mit dem ganzen Kobalt. Das ist nämlich so ein Material, es wird gar nicht so viel verlangt, ne? Nee, irgendwie nicht im Moment. Keine Ahnung, wann das... Na gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bewerten, kommentieren und den ganzen Kladderadutsch. Ja. Und... Tschau! Tschüss.